Die iranische oder persische Mythologie ist voller großer Helden und mythischer Wesen und erstaunlicher Legenden. Vom geflügelten Simurgh und dem Drachen Astahar über Helden wie Rostam bis hin zu bösen Widersachern wie dem Dämonenkönig Sahak. Und ein Werk, das als iranisches Nationalepos im Zentrum dieser Mythologie steht und die Geschichte vieler dieser Figuren und Wesen erzählt, ist das Shahnameh. Das persische Buch der Könige. Und damit willkommen zu einem neuen Video zu Mythologie, Literatur und Geschichte und einer neuen Serie zum Shahnameh, dem persischen Buch der Könige. Manche Werke zu Mythen und Sagen sind wahrlich gewaltige Epen. Große Werke, die im Zentrum ganzer Überlieferungstraditionen stehen und mit vielen Göttern, Helden und Wesen zu tun haben und gar eine Kultur definieren können. Das Problem für mich mit solchen großen Werken, die verschiedene Sagen und große Geschichten erzählen, ist aber, dass es sehr schwierig sein kann, solch große Werke in einem einzigen Video unterzubringen. Eigentlich ist es meistens unmöglich. Und deshalb will ich mit diesem Video ein neues, kleines Projekt starten. Eine Videoreihe, in der wir uns die gesamte Geschichte des Shahnameh in einigen Teilen ansehen und die jeweiligen Kapitel und Geschichten darin eigene Videos bekommen. Auf diese Weise können wir zusammen durch das Shahnameh, das Buch der persischen Könige, gehen. Und wenn euch dieses Format für große Epen und Werke gefällt, dann schreibt es mir in die Kommentare und wir können auch noch weitere große epische Werke auf diese Art und Weise in kleinen Mini-Projekten erkunden. Das Shahnameh, das persische Buch der Könige, ist eines der längsten epischen Werke der Welt, mit über 50.000 Versen. Fertiggestellt wurde es im Jahr 1010 nach vermutlich 35 Jahren Arbeit durch den arabischen Dichter Abdul Qasim Ferdowsi. Er stellte damit eines der wichtigsten literarischen Werke der persischen und iranischen Geschichte her und war prägend für die Kultur und die Identität des Irans. Persien war bereits einige Jahrhunderte vor Ferdowsis Zeit im Jahr 654 im Zuge der islamischen Expansion erobert worden. Das bedeutete natürlich starke kulturelle Veränderungen und vor allem einen stetigen Verlust der vorherigen Religion und Mythologie. Vor der Eroberung herrschte in Persien der Zoroastrismus vor, eine der ältesten organisierten Religionen der Welt. Mit der islamischen Eroberung aber wurde dieser Glaube und damit auch seine Rituale und Geschichten und seine Mythen zurückgedrängt. Aber trotz der oft systematischen Benachteiligung und zu manchen Zeiten sogar der Verfolgung wurde der Zoroastrismus nicht gänzlich ausgelöscht. Und die Macht der islamischen Herrscher war auch nicht absolut. Im 10. Jahrhundert hatte diese Macht stark nachgelassen und die Herrschaft über das Land war auf viele lokale Dynastien aufgeteilt. Diese rangen stets um Macht und Kontrolle und übten deutlich mehr Einfluss aus als das muslimische Kalifat. Einige von diesen Dynastien, besonders die Buyid, sahen sich als direkte Erben der vorislamischen Sassaniden und damit auch von deren Kultur. Damit bestand für sie ein großes Interesse an der alten vorislamischen Kultur und am Zoroastrismus. Auch wenn nominell das Kalifat weiterhin die Kontrolle und die Macht hatte und der Islam Staatsreligion war. Ein wichtiger Teil dieses kulturellen Interesses und Aufschwungs war auch eine neue und starke literarische Kultur, aus der Werke, die nicht nur in Arabisch, sondern vor allem auch in neupersischer Sprache verfasst waren, hervorgingen. Eben in diesem Umfeld wuchs auch der Dichter Ferdowsi auf. Er gehörte zur iranischen Oberschicht und war ein Aristokrat und wurde bei der Stadt Tus im Westen des Irans geboren. Die Zeit des Interesses und der Wiederentdeckung alter persischer Kultur beeinflusste auch ihn klar und stark und war das notwendige Umfeld, um auch noch so lange nach der islamischen Eroberung ein Werk wie das Shahnameh hervorzubringen, das die alte persische Kultur so stark erfasste. So schuf Ferdowsi ein Werk, das klar die vorislamische persische Kultur feiert und verkörpert.
Zwar war der Dichter definitiv ein ehrlicher und treuer Anhänger des Islam, aber dennoch versuchte er nie, die vorislamischen Mythen und Sagen zu zensieren, noch versuchte er, den islamischen Glauben so sehr in sie hineinzuzwängen, wie er konnte. Es hat den Anschein, als wollte Ferdowsi tatsächlich einfach nur ein Werk schaffen, das die damalige vorislamische Zeit und ihre Geschichten und Mythen repräsentiert. Als Inspirationen und Quellen dafür verwendete Ferdowsi auch zum Teil recht alte Texte und Sagen. Er griff sowohl auf mündliche Traditionen wie auch auf alte schriftliche Quellen zurück. Und aus diesen schuf er ein Werk, das die persische Mythologie und die Geschichte vor der islamischen Eroberung erzählt. Es geht im Shahnameh um die Könige, die über Persien herrschten und um ihre legendären Taten. Und so ist es auch eine legendäre Geschichte des Iran. Das Shahnameh erzählt damit die Geschichte von Persien von der Schöpfung der Welt an und berichtet eben nicht von islamischen, sondern von zoroastrischen Helden. Und die Philosophie des Ganzen ist auch grundlegend zoroastrisch. Die zoroastrische Kosmologie und vor allem auch die dualistische Weltanschauung haben eine zentrale Rolle. Im Zoroastrismus wurde die Welt so durch den obersten und allguten Gott Ahura Mazda erschaffen. Und auf seiner Seite, auf der Seite des Guten, stehen die Amesha Spenta, die Wohltätigen und Sterblichen. Aber diese Seite des Guten hat mächtige Widersacher. Angra Mainyu, auch Ahriman genannt. Er ist die Quelle von allem Bösen in der Welt. Und Herr über die üblen Deva, die bösen Geister, die man aber nicht mit den indischen Deva verwechseln darf. Die Welt an sich ist zwischen diesen beiden Seiten geteilt. Auf der einen Seite ist das Reich des Lichts, wo der ewige und gute Ahura Mazda seinen Sitz hat, und auf der anderen Seite ist der dunkle Abgrund der Finsternis, wo Angra Mainyu haust. Der Konflikt zwischen Ahura Mazda und Angra Mainyu ist prägend für die gesamte Lehre des Zoroastrismus. Sie stehen für Gut und Böse und sind unentwegt und überall in der Welt im Konflikt. Die gesamte Welt ist der Schauplatz ihres ewigen Krieges und dieser wird so lange dauern, bis Ahura Mazda endlich seinen Feind besiegt und Angra Mainyu und seine Dämonen in den Abgrund verbannen kann. Beide Seiten und ihre Diener kämpfen damit stets gegeneinander und auch alle anderen Wesen der Welt sind Teil dieses Kampfes zwischen Gut und Böse. Auch die Taten der Menschen tragen dazu ganz grundlegend bei. Gute Taten und Gutes zu tun hilft so Ahura Mazda und stärkt das Gute. Böses zu tun und schlechte Taten dagegen stärken Angra Mainyu und bringen mehr Böses über die Welt. Viele der Legenden des Shahnameh sind auch genau von diesem Weltbild und diesem ewigen Kampf zwischen Gut und Böse geprägt und finden vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen Ahura Mazda und Angra Mainyu statt. Wobei natürlich dieser Überblick über die Religion des Zoroastrismus nur sehr kurz und grob ist und dieser Glaube noch viel mehr Tiefe und Philosophie zu bieten hat, als sich in so wenigen Sätzen erklären lässt. In diesem Video aber soll es nun eben um das Shahnameh gehen und wie es die legendäre Geschichte der iranischen Könige und Mythen erzählt. Zumindest um den ersten Teil davon, die ersten Könige der Geschichte. Und wenn euch das Shahnameh und diese Mythologie gefällt, dann schreibt es mir in die Kommentare und wir erkunden gemeinsam auch noch den Rest dieses großen Werkes in einer Folge nach der anderen. Die ersten Könige der Welt, so wie der Shahnameh sie beschreibt, lebten alle in einer Zeit, als die Welt noch recht primitiv war und die Menschen noch viele grundlegende kulturelle Errungenschaften erreichen mussten. Es waren eben jene ersten Könige, die diese erfanden. Sie sind damit alle große Herrscher, die die Grundlagen für menschliche Kultur legten und es ermöglichten, dass sich echte Zivilisationen entwickelten. Aber auch mit vielen übernatürlichen Mächten und Dämonen mussten sie umgehen. Der erste König von allen war so ein Mann namens Kayumar. Und er war der erste Mensch, der König genannt wurde. Und er war der Herr der Welt.
Er und sein Volk lebten aber noch wie Wilde in den Bergen und waren nur mit den Häuten von Leoparden bekleidet. Auch diese Kleidung hatte erst Kayumar erfunden und vor ihm hatte man sich noch gar nicht gekleidet. Ebenso wenig hatten die Menschen gewusst, wie man Essen zubereitet und auch diese Kunst hatte Kayumar erst erfunden. Nicht zuletzt für diese Errungenschaften wurde Kayumar zum König gemacht. Und er saß auf seinem Thron in den Bergen, und über ihm stand der Schein seines königlichen Far. Ein Begriff, der so viel wie gottgegebene Herrlichkeit bedeutet, die sich auch als ein sichtbares Licht manifestieren kann. Aber Far stand auch für das Charisma, den Ruhm, die Macht und den Segen eines Königs oder Helden. König Kayumar herrschte nun für 30 Jahre über die Welt. Und nicht nur alle Menschen folgten ihm, sondern auch alle Tiere. Selbst die wildesten von ihnen brachten ihm Respekt entgegen und verbeugten sich vor seinem Thron. Dieser Gehorsam aller Tiere steigerte seinen Ruhm noch weiter. Schließlich hatte er dann einen Sohn, der Siamak genannt wurde und ebenso weise und voller Tatendrang war wie sein Vater. Seinen Sohn zu sehen war das größte Glück des Königs und jeder liebte Prinz Siamak. Jeder außer Ahriman, der Herr des Bösen. Er war eifersüchtig auf ihn und so schickte Ahriman seinen eigenen Sohn, einen Dämon in der Form eines wilden schwarzen Wolfes, um Truppen zu sammeln und Unruhe im Reich von Kayumar zu stiften und ihn anzugreifen. Der König sah diesen Angriff nicht kommen, aber da kam ein Diener von Ahura Mazda, der Engel Sorush. Und er warnte Siamak vor dem Plan gegen seinen Vater. Rüstungen gab es zu dieser Zeit noch nicht, und so zog Prinz Siamak nur im Leopardenfell gekleidet in den Kampf gegen den dämonischen Wolf. Der Prinz wollte ihn aufhalten, aber der Dämon war mächtig und stürzte sich auf ihn und seine schwarzen Klauen und Fänge töteten den Prinzen. Dieser Tod traf König Kayumar schwer. Und sein Leben wurde dunkel und voller Trauer. Und er rief alle starken Männer als Krieger zusammen, und sie alle riefen in Trauer, und auch alle Tiere kamen, um zu trauern. Der göttliche Bote Sorush kam dann auch, und er riet dem König, nicht zu trauern, sondern zu handeln. Und so zog König Kayumar mit seinen Kriegern in den Kampf, und bei ihm war auch sein Enkel, denn vor seinem Tod hatte Prinz Siamak noch einen Sohn gehabt, der Hushang genannt wurde. Gemeinsam stellten sie sich dem schwarzen Dämon und seinen Anhängern, und der Zorn von König Kayumar trieb nicht nur die Menschen, sondern auch alle Tiere wild vor Wut gegen die Dämonen. Am Ende aber war es Hushang, der gegen den schwarzen Dämon kämpfte, und er schlug dessen Körper mit Gewalt entzwei. Und er trennte den Kopf von seinen Schultern. Den Körper des Dämonen häutete er und rächte so seinen Vater. Mit diesem Sieg sah aber auch König Kayumar sein Ende gekommen. Er wusste, dass diese Welt wie diese Geschichte war. Ebenso wie das Böse musste auch der Ruhm stets sein Ende finden. Und am Ende musste alles einmal vergehen. Auch seine Zeit musste damit irgendwann enden und diesen Zeitpunkt sah er nun gekommen. Er gab den Thron auf, und bald darauf verstarb er. Und Hushang wurde zum zweiten König der Welt. Seine Herrschaft ging für 40 Jahre und er war weise und gerecht. Eines Tages ritt er da in die Berge und bei diesem Ausritt kam ein langes, schwarzes Wesen auf ihn zu, mit glühenden Augen und einem rauchenden Schlund. Der König nahm schnell einen großen Stein und warf ihn auf das Ungeheuer. Die schwarze Schlange konnte zwar ausweichen, aber der Stein schlug gegen einen anderen und es flog ein Funke und das erste Feuer von Menschenhand flammte auf. Und auch wenn die schwarze Schlange damit entkam, hatte König Hushang für die Menschheit das Feuer entdeckt. Denn nun wusste er, mit welchen Steinen Feuer geschlagen werden konnte. Zur Feier dieser großartigen Entdeckung rief der zweite König der Welt ein Fest aus, das fortan unter dem Namen Sade gefeiert werden sollte. Aber noch eine weitere Idee hatte der König. Er nahm sich Erz, das er in den Bergen fand,
und mit der neuen Macht des Feuers konnte er daraus Metall schmelzen. König Hashang erfand damit ebenso die Kunst des Schmiedens, und mit dieser konnten viele neue, mächtige Werkzeuge und Waffen geschaffen werden. Und während den späteren Jahren seiner Herrschaft brachte der König noch viele weitere Erfindungen hervor. Er revolutionierte die Landwirtschaft und entwarf Bewässerungssysteme und erleichterte die Arbeit der Leute mit seinen neuen Werkzeugen aus Metall sehr. Auch trennte er die Tiere der Welt auf und machte sie auf der einen Seite zu den gezähmten Tieren und auf der anderen Seite zu den Wilden und legte fest, welche von ihnen von Menschen gehalten und gepflegt werden sollten und welche wild sein sollten, aber gejagt werden durften. So war König Hashangs Herrschaft eine gerechte und gute und eine, die viele Fortschritte brachte. Aber auch seine Zeit war nun gekommen. Er verstarb und sein Erbe war sein Sohn, der Tamures genannt wurde, der den Thron nach ihm bestieg und schwor, das Erbe seines Vaters so gut es ging zu erhalten. Aber auch dieser dritte König hatte große eigene Ziele. Er wollte das Böse in der Welt bekämpfen und wenn er konnte, wollte er den großen Kampf gegen das Böse zu einem Ende bringen und es ein für alle Mal in den Abgrund verbannen. Zu seinen großen Erfindungen gehört die Webkunst und er zeigte den Leuten, wie man Raubvögel für die Jagd zähmen konnte. Auch das Böse konnte er tatsächlich sehr erfolgreich bekämpfen und das Pharr von König Tamures war strahlend hell und besonders mächtig. Die Dämonen hassten ihn dafür sehr und sie planten bald schon, wie sie ihn töten könnten. König Tamures erkannte den Plan gegen ihn aber schon früh und griff die Dämonen zuerst an, bewaffnet mit einer schweren Keule aus dem Metall seines Vaters gemacht. Die Dämonen sammelten sich da zu einem großen Heer, geführt von einem neuen, großen, schwarzen Dämon von Ahriman. Aber gegen König Tamures und seine mächtige Keule hielten sie nicht lange stand. Der König siegte über sie und mit Magie bezwang er 2/3 des Heeres und mit seiner Keule erschlug er den Rest. Die gefangenen und verwundeten Dämonen bettelten um ihr Leben und versprachen dem König, ihm von nun an gut und ehrlich dienen zu wollen. Tamures war nun auch gnädig und er schenkte den Dämonen ihr Leben und machte sie zu seinen Arbeitern. Von den Dämonen lernte König Tamures als erster Mensch zu schreiben und er lernte 30 Arten zu schreiben. Und nach 30 Jahren beendete dann auch dieser König seine Herrschaft und sein Name wurde Tamures, der Bezwinger der Dämonen. Und auf ihn folgte wiederum sein Sohn, der Jamshid genannt wurde, als 4. König der Welt. Nach den Taten seines Vaters übernahm dieser ein Reich, in dem Frieden herrschte und alle Wesen, sogar die Dämonen, seiner Herrschaft folgten. So konnte sich Jamshid vielen Künsten und Handwerken widmen. Er verbesserte so die Schmiedekunst und fand heraus, wie man Eisen noch besser formen konnte. Er schuf mit dieser neuen Kunst die ersten Rüstungen und Schwerter. Für 50 Jahre erfreute sich der König daran zu schmieden und legte große Waffenhorte an. Aber noch einmal weitere 50 Jahre herrschte dann Jamshid. Und der König brachte den Menschen bei, wie man seine neuen Waffen einsetzte und mit ihnen kämpfte, und er veranstaltete große Feste und Feiern. Er fand heraus, wie man feinere Kleider machen konnte und viele schöne Dinge erschaffen konnte. Und noch für ein drittes Mal 50 Jahre herrschte König Jamshid, und er sammelte Männer um sich mit verschiedenen Talenten und Berufen. Er teilte sie alle nach ihren Tätigkeiten und ihrem Können auf. Und so ordnete der 4. König der Welt die Gesellschaft der Menschen nach ihren Talenten und ihrer Arbeit. Die Dämonen ließ er unterdessen große Bauwerke erschaffen und als Arbeiter schwer tätig sein. Mit ihrer Hilfe wurden große Bäder und Burgen gebaut. Dazu ließ Jamshid noch nach weiteren Schätzen der Erde schürfen und fand Gold und Silber und Edelsteine. Er fand dazu noch Parfum und Heilmittel für viele Krankheiten. Und dann wandte er sich in seinem Verstand dem Wasser zu. Und er erfand auch noch die Schifffahrt.
Und mit all diesen Arbeiten verbrachte Jamschid noch einmal 50 Jahre. Und so ging seine Herrschaft schon 200 Jahre lang. Und er hatte sehr viel erreicht. Aber noch immer wollte König Jamschid mehr. Sein Thron war nun mit Edelsteinen bedeckt und er ließ ihn von Dämonen in den Himmel tragen und ihn weit nach oben heben. Von seinem strahlenden Pfahl umgeben saß König Jamschid so im Himmel und er leuchtete so hell wie die Sonne, während er sein weites Reich überblickte. Und der Tag, an dem er sich erhob, wurde zum Neujahrsfest erklärt. 300 Jahre herrschte König Jamschid so weiter und unter seinem mächtigen Pfahl gab es keinen Tod mehr. Die Leute dienten ihm gerne und das Land war voller Glück und Musik und Dinge wie Leid und Krankheit waren vergessen. Aber je länger er herrschte, desto weniger dankbar wurde König Jamschid für all seine Gaben und Geschenke, die ja alle am Ende vom großen Gott Ahura Mazda stammten. Und genau das war sein Untergang. Er sah sich nun als Herr von allem und als Gott gleich. Und mit diesem Übermut und diesem Stolz verlor er sein Pfahl. Sein Licht, sein Charisma, seine Macht als König verging. Ohne es zu wissen, hatte er mit seinem großen Übermut und Stolz das Böse genährt und die Balance zum Bösen hingedreht. Und damit war der dunkle Ahriman erstarkt. Der Herr des Bösen schickte bald schon seine Diener aus und flüsterte den Untertanen von König Jamschid Gedanken von Aufstand, Krieg und Rebellion ein. Und es war einer seiner Vasallen, der arabische König Sahak, der sich erhob und den König angriff. Und durch das Böse unterstützt, siegte er und König Jamschid wurde gestürzt. Und so endet die Zeit der ersten Könige der Welt. Und das nächste Kapitel des Buchs der persischen Könige dreht sich um die düsteren Taten von Sahak, dem Dämonenkönig. Und jeden Teil der Geschichte werden wir in der nächsten Folge erkunden. Wie immer könnt ihr mir natürlich eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge fürs Thema weiterer Folgen in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube, bis nächstes Mal zu einem weiteren Video zur Mythologie, Literatur und Geschichte.